Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Hier im Dutch Oven seht ihr einen Klassiker, ein Basic-Gericht aus dem Dutch Oven, nämlich das allzeit bewährte Schichtfleisch. Schichtfleisch, ein Must-to-do, wenn man einen Dutch Oven besitzt. Wie man es macht, was man dafür alles braucht, zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Schichtfleisch braucht man nur ein paar Zutaten, und zwar einen Schweinenacken, wir haben eine Gemüsezwiebel, Paprika, eine Handvoll Bacon, hier hinten eine Barbecue-Soße und einen Rub eurer Wahl. Die genauen Mengenangaben werde ich euch natürlich wieder in der Infobox unten alles auflisten, und wir werden jetzt beginnen, dass wir unseren Schweinenacken vorbereiten. Dazu werden wir uns jetzt einfach schöne Stücke hier aus unserem Nacken rausschneiden. Die sollten dann etwa so die Stärke von einem Steak haben. Dann haben die perfekte Größe. Wie viel Nacken das ihr braucht, ist natürlich auch abhängig von der Dutch Oven Größe, die ihr benutzt. Wir werden heute den DO45 vom Barbecue Toro benutzen. Unser Fleisch werden wir jetzt nehmen und auf unserem Brett schön verteilen, damit wir das schön würzen können. Zum Würzen von unserem Fleisch nehmen wir heute den Stegjuwel vom Beef Buddy. Die Kenner von meinem Kanal wissen, dass es mein absolutes Lieblingsgewürz ist. Ihr nehmt natürlich das Gewürz bzw. den Rub, der euch am besten schmeckt. Über das Fleisch werden wir jetzt hier eine großzügige Portion drüber geben. Und wenn wir eine Seite würzen, müssen wir die andere natürlich auch würzen. Und von dieser Seite machen wir natürlich das Gleiche. Das gewürzte Fleisch werden wir dann in eine Schüssel geben, damit wir dann das Brett wieder frei haben und unsere Paprika und Zwiebeln vorbereiten können. Als nächstes kommt unsere Paprika dran. Hier schneidet ihr euch einfach nur den Strunk hier weg. Von der anderen Seite schneidet auch ein Stück weg. Dann könnt ihr euch das Kerngehäuse hier einfach herausdrücken. Wir werden die Paprika halbieren. Dann können wir unsere schöne Streifen hier rausschneiden. Nach der Paprika haben wir hier jetzt eine Gemüsezwiebel, die werden wir uns auch noch zurechtschneiden. Die Zwiebel werden wir uns natürlich einmal schälen. Auch die Zwiebel wird jetzt halbiert. Und dann werden wir uns hier so schöne, feine Ringe hier herausschneiden. Das war's dann an Vorbereitungsarbeiten. Fürs Topfen werden wir heute benutzen den DO45 von Barbecue Toro, und den werden wir jetzt bestücken. Im ersten Step werden wir jetzt anfangen, dass wir uns hier mit unserem Bacon unseren Dutch Oven auslegen werden, dass wir eine Schutzschicht schaffen können, damit nichts anbrennen kann. Dazu werden wir unseren Bacon jetzt einfach hier von der Mitte anfangend immer schön hin zur Wand legen. Kann auch ein bisschen was so überlappen, das werden wir uns hier über den Rand vom Dutch Oven drüber lappen. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir unseren Bacon hier reingeschlichtet haben, und jetzt werden wir anfangen, unsere restlichen Zutaten hier reinzuschichten. Und zwar werden wir jetzt anfangen, dass wir unser Fleisch hier einfach beginnend am Rand reinschlichten werden. Wir werden uns ein paar Zwiebeln mit dazugeben und Paprika, und so werden wir das Spielchen jetzt weiterführen, bis unser Fleisch aufgebraucht ist. Wer möchte, kann sich den Dutch Oven auch ein bisschen so nach oben kippen. Nur als Trick, da kann man das Ganze ein bisschen schöner stapeln. Aber mittlerweile, nach so oft Schichtfleisch, habe ich schon drauf und bringe das auch erst so hin. Die Zutaten sind jetzt geschichtet, und jetzt müssen wir noch unsere Barbecue-Soße hier drüber geben. Dazu werden wir einfach großzügig hier über unser Schichtfleisch die Barbecue-Soße verteilen. Da kann ruhig ordentlich was drüber. Das ist auch das Einzige an Flüssigkeit, was wir hier haben. Der Rest der Flüssigkeit wird alles aus dem Fleisch und aus den Zwiebeln und dem Paprika geholt. Welche Barbecue-Soße ihr da nehmt, das bleibt völlig euch überlassen. Dann nehmt ihr die, wo euch am besten schmeckt. Und wir werden jetzt zuletzt noch unseren Bacon hier wieder einklappen. Somit haben wir dann auch von oben eine schöne Schutzschicht. Jetzt geben wir nur noch unseren Deckel hier drauf. Und dann können wir auch schon rübergehen an unseren Dutch-Ofentisch. Am Dutch-Ofentisch angekommen, werden wir jetzt unsere Kohlen hier auf den Dutch-Ofentisch verteilen. Wir benutzen ja den DO45 von Barbecue Toro, und man sagt so als Faustregel, dass man da so eine Gradzahl von 180 bis 200 Grad zusammenbekommt, braucht man immer die doppelte Menge. Sprich, bei FT45 bzw. 4,5 ist die doppelte Menge 9.
Ein Drittel von diesen Kohlen, drei Stück, werden somit unten positioniert und die anderen zwei Drittel, also sechs, oben. Das werden wir jetzt schön machen. Die drei Kohlen sind positioniert. Da stellen wir unseren Dutch-Ofen drauf. Und die restlichen sechs Kohlen werden wir uns oben auf dem Deckel verteilen. Für uns heißt es jetzt 2 bis 3 Stunden warten. Dann soll unser Schichtfleisch fertig sein. Control Freaks können auch noch ein Thermometer hineingeben. Bei einer Temperatur von ca. 95 Grad soll unser Schichtfleisch dann fertig sein. Und wir sehen uns dann nachher wieder. Bis nachher. Willkommen zurück. 2 Stunden sind jetzt vergangen und wir werden jetzt mal in unseren Dutch-Ofen hier hineingucken. Wie ihr jetzt seht, unsere Kohlen, die sind so gut wie aufgebraucht. Also ein bisschen was haben wir noch. Ja, ist sogar noch ordentlich da. Und wir werden jetzt hier auf jeden Fall einmal hineingucken. Achtung! Und so sieht unser Schichtfleisch jetzt aktuell aus. Wie ich es euch gesagt habe, aus Fleisch, aus Zwiebeln und Paprika ist ordentlich etwas an Flüssigkeit rausgekommen. Das meiste davon hier ist Fett, aber wir haben den grandiosen Barbecue-Soßen-Geschmack jetzt hier überall dran. Wir werden jetzt auf jeden Fall rüber an unseren Tisch gehen und da werden wir unser Essen dann anrichten. Nun geben wir uns etwas von unserem Schichtfleisch hier auf unseren Teller. Und das ist ein sensationeller Duft hier, Freunde. Also man muss wirklich aufpassen, dass das Fleisch hier nicht zerfällt. Wenn wir hier noch ein bisschen Bacon erwischen, dann nehmen wir den natürlich hier mit. Und Zwiebeln und Paprika. Und dann ist jetzt an der Zeit, unser Schichtfleisch hier zu probieren. Prinzipiell könnt ihr jetzt hier an Beilagen Kartoffeln dazu machen, ihr könnt Pommes dazu machen, ihr könnt euer Schichtfleisch auf eine Burgersemmel geben. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, da könnt ihr euch richtig austoben. Und wie gesagt, für uns heißt es jetzt probieren. Also das Fleisch kann man wirklich super leicht mit der Gabel hier wegdrücken. Und in diesem Sinne heißt es einfach nur noch guten Appetit. Also einfach nur wow. Immer wieder geil, so ein Schichtfleisch. Nicht umsonst einfach das Rezept überhaupt aus dem Dutch Oven. Kann man nur empfehlen. Klasse Geschmack von Barbecue-Soße mit frischen Zutaten wie Zwiebeln und Paprika und einfach das richtig weich gekochte, gewürzte Nackenfleisch. Sensationell. Muss jeder, der einen Dutch Oven hat, einfach mal ausprobieren und mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. In diesem Sinne komme ich zum Schluss. Ich hoffe, dieser kleine Dutch Oven Basic, das Schichtfleisch, hat euch gefallen. Wenn es so war, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Lasst mal einen freundlichen Kommentar da. Solltet ihr nur keine Abonnenten sein, könnt ihr das hier oben gerne nachholen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.